Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Und ja, man kann vielleicht hören, aktuell hänge ich hier zu mit einer, keine Ahnung was, Erkältung, Grippe, Männergrippe, was weiß ich. Jetzt schon so seit 2-3 Tagen mit Fieber und allem, was dazugehört. Mega nervig. Aber ich dachte mir, normalerweise mache ich ja so alle 2 Tage, dass ich irgendeine Folge hochlade, sei es jetzt ein Let's Play oder ein Replay. Und da heute quasi am 8. Dezember mein Geburtstag ist, dachte ich mir, gibt es eine Special-Folge mit einer schönen Runde World of Tanks. So, jetzt ein bisschen gespoilert, aber es muss ja nicht auch immer heißen, dass man da irgendwie groß Kills oder ähnliches macht. Oh, da hätte ich gedacht, der geht vorbei. Tatsächlich, aber ging doch noch irgendwie rein. Naja, wie gesagt, da sehen wir dann, was kommt. Auf jeden Fall sehen wir hier schon mal einen neuen Panzer als Gegner. Das ist der BZ-176. Der ist aktuell in diesen Weihnachtskisten, die es ja jetzt wie jedes Jahr gibt. Kann man den ziehen mit Glück. Und ja, also wer sich so eine Kiste kauft, der kann halt diesen BZ, der ist jetzt hier auf tatsächlich Platz 1, ein 8er Heavy, den kann man da ziehen. Ist hier sonst noch irgendwas Neues gerade mit drin, was ich hier so sehen kann in den Kisten? Der AMX-30, der hier gefahren wird, der ist ja schon ein bisschen länger im Spiel. Ne, ansonsten ist hier gerade mal keiner drin, weil die letzten Tage hat man halt mega oft diese ganzen neuen Panzer, die man dann da ziehen kann, in den Schlachtfeldern, und dann hat man teilweise von 15 Leuten im Team hast du irgendwie 11 von den neuen Panzern. Das ist manchmal dann schon ein bisschen einseitig, aber okay, so ist es ja halt irgendwie jedes Jahr. Oh, schöner Treffer hier. Die Geschosse vom AMX hier, die scheinen ziemlich schnell zu fliegen. Also tatsächlich hätte ich bei 2 Schüssen jetzt hier schon mindestens gedacht, die gehen locker dran vorbei. Aber doch nicht. Und er scheint auch nicht den schlechtesten Durchschlag zu haben. Der geht ja alles durch. 232, ne, das ist durchaus okay. Was ist denn hier? 263 hat er gar nicht dabei. Ja, er scheint hier mit denen komplett zufrieden zu sein. 1000 Fluggeschwindigkeit. Aber das ist nicht so schlecht. Oh, die haben sogar 1250, aber die scheinen wahrscheinlich dann noch dementsprechend extrem teuer zu sein. Achso, wir spielen natürlich Wadi als Standardgefecht und haben hier pro Team eine Arti. Und gerade auf der offenen Karte muss man immer so ein bisschen gucken, dass man... Alter Schwede! Also entweder habe ich zu lange kein WoT mehr gespielt oder aber Wahrnehmung hat ein bisschen gelitten, gerade unter meiner gefährlichen Männergrippe. Nenn es doch einfach mal Männergrippe jetzt, das hört sich ein bisschen gefährlich an. So, aktuell 2400 HP Rückstand, 3-4, das sieht natürlich gar nicht so geil aus. Aber wie gesagt, sowas, ja, meistens kann man schon sagen, tatsächlich, das ist dann aber auch verloren. Ja gut, so ein M6 ist natürlich jetzt kein Gegner, na, das ist ein 6er. Auch wenn es ein Heavy ist, das ist ziemlich egal. Mit 232 Durchschlag, da ja, muss das schon tatsächlich wohl irgendwie so ein Magical Bounce werden. Magical Bounce werden. Oh, guck an. Oh, und er hat tatsächlich mal daneben geschossen. Wahnsinn. Hat hier noch für den M6 halt die 57 Unterstützungsschaden bekommen, die noch fehlten. Also zwar nicht den Schaden geschossen, aber dafür als Unterstützungsschaden erhalten. Das ist ja auch nicht so schlecht. Oh, guck, und da haben wir den nächsten Patienten, der gerne verarztet werden möchte. Na, da fährt er aber erstmal ran. Ist noch nicht gespottet worden. Aber der SMVC-Spieler, der hat wahrscheinlich schon so ein bisschen das Gefühl, dass hier gleich einer um die Ecke kommt. Denn, ja, nachdem davon der M6 wegging und so weiter. Oh. Und der erste Bouncer. So, da bin ich wieder. Sorry. Ja, manchmal kommt der Husten so schnell, da kann ich nicht
kriege das Mikrofon nicht schnell genug aus, aber für den Rest habe ich euch auf jeden Fall. Oh, der ging aber richtig im Boden. Ey, und da geht der erste vom Progetto durch. Das ist auch mal was. So. Ey, ja, der SMVC, der ist schon ein bisschen gemeiner. Gerade so schräg frontal da. Aber der, was, wie schießt der denn? Der hat ja noch nicht, hat er überhaupt schon mal einen drauf geschossen? Ja, der hat schon sogar zwei. Okay, da kommt der dritte. Er sollte vielleicht ein bisschen was in seiner Position verändern. Also nicht jetzt hier Norai, sondern der SMVC-Spieler, weil der wird ja locker jetzt hier langsam, aber sicher abgefarmt. Merkt er vielleicht selbst gerade so gar nicht, aber jetzt wird es doch langsam schon ein bisschen knapp. Jetzt guckt er nach oben, das, ne, das ist immer ganz cool, weil er steht hier ziemlich lange auf einer Stelle und es gibt ja immer noch die Arti, aber die Arti sieht hier die Gefährlichkeit, glaube ich, dieses Spielers nicht unbedingt. Und ja, hat hier nicht ein einziges Mal hingeschossen. Da wäre natürlich die Arti-Support Gold wert gewesen, weil dann hätte Norai sich hier sicherlich irgendwie mal ein bisschen was anderes überlegen müssen. Aber so konnte er hier ganz entspannt stehen bleiben und einen ziemlich fiesen TD auf jeden Fall rausnehmen, ohne größere Probleme. Hat hier auch nur einmal einen gefangen, nachdem der SMVC-Spieler hier nach dem 58. Mal auf Gold gewechselt hat. Da ging dann nochmal ein Schuss rein und jawoll, der hier wird auch noch schnell verhaftet. Ach so. Und damit steht es 7-7, aber 3500 HP Rückstand. Was alles andere als gut aussieht. Und jetzt fährt er hier erstmal zurück, um halt ein bisschen zu supporten. Und das ist halt auch relativ wichtig, weil jetzt hier auf der Seite durchfahren, was bringt es im Endeffekt, wenn man da mehr oder weniger alleine steht und dann vielleicht eine Arti rausbekommt, während die anderen hier das eigene Team aufrauchen. Oh! Von der Super Hellcat! Wow! SMVC schießt irgendwie, ja, weiß ich, 8-9 Mal auf ihn und trifft einmal mit Gold. Und die Super Hellcat mit normaler Munition schön penetriert. Ja, wow. Das ist nicht so schlecht, weil die Super Hellcat, ne, ist halt ein 6er Till. Ja, gut, das ist ein 7er. Ich hab die verwechselt mit dem anderen. Aber trotzdem, was ist schon. Oh. Okay, er kann weiterfahren. Hat er repariert? Nee, er hat nicht repariert. Hä? War das nur ein Crit auf die Ketten? Okay. Ich dachte, er hat die Ketten komplett verloren. Ach ja, ich bin etwas langsam heute, es tut mir leid. Aber. Ja, Ramin. Jawoll, das war gut. Das hätte der Super Hellcat-Spieler nicht machen sollen. Das war dumm. Sich da so zu wasten, zumal er alleine war. Und er hätte mindestens zwei Schuss gebraucht. Mit 297. Da hätte er mindestens zwei Schuss gebraucht. Es sei denn, er kriegt so einen Lucky Shot hin. Aber ja. Gut, ich glaube, in den Turm vom AMX, da haben doch schon andere probiert. Oh! Der ging in den Boden. Und jetzt schießt die Arti mit. Ja, das ist natürlich ein bisschen spät. Jetzt hat er aber erstmal wieder auf jeden Fall so 24 Sekunden Ruhe. M44 lädt so 24 Sekunden nach ungefähr. Ja, da kann er den noch rausnehmen. Jetzt fährt er Richtung Arti wahrscheinlich. Und die Arti, anstatt jetzt nochmal zu schießen, wird wahrscheinlich. Oh, doch nicht. Oh, und macht sogar 201 Schaden. Wo hat er denn getroffen? Okay, High Splash Damage oder was? Keine Ahnung. So. 11-9, aber immer noch massig HP-Rückstand. Boah. You one-hit it. Sehr schön. Wie viel macht der eigentlich hier so prinzipiell? Was hat er denn hier? 300 Schaden. Standardmäßig und one-hitted die 315er Arti raus. Okay. Kann man so machen. Macht er hier gut, dass er einmal zurückfährt, während er komplett nachlädt. Während er nachlädt. Um hier nicht Ziel des IS-3A zu werden.
weiß jetzt nicht, worauf der gewartet hat, der IS-3A-Spieler. Ob der wollte einmal komplett nachladen? Ja, komisch, komisch. So, jetzt haben wir noch zwei BZ-176. Wie gesagt, die neuen Panzer. Das ist auch ein Squad oder ein Platoon. Den einen hat er zu Beginn einmal getroffen. Das ist der obere, Hellfather. Und jetzt mal gucken, was sie daraus machen. Bin sehr gespannt. Mittlerweile nur noch 1900 HP Rückstand. Oh, das ist natürlich ein Geschenk. Sehr schön. Erstmal zurückfahren. Sehr gute Sache. Und die bleiben hier auch alle relativ ruhig im Chat und loben sich auch noch ein bisschen gegenseitig, wenn ihr das verfolgt habt. Was heißt loben? Aber sie erklären halt und sagen so und so. Das ist mal ein entspanntes Team. Sowas hätte ich gerne mal viel, viel öfter. Und oh. Alter Schwede, Präzision ist auch so eine Sache von dem Panzer hier. Über die Entfernung ist schon ziemlich geil. Und dann halt nur so wenig vom Panzer zu sehen und trotzdem zu treffen, das ist schon gut. So, und das Gute ist, sie haben auch noch eine Arti prinzipiell. So. Ja, und die M44 nimmt ihn raus. Okay, aber er kriegt noch den Spot dazu. So, und damit haben sie das Spiel dann doch noch gedreht. Und ja, wie gesagt, hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, wir hatten eine schöne Folge, weil Geburtstagsfolge, da dachte ich mir, ich hätte auch gern selbst was gemacht, aber in letzter Zeit habe ich nicht so viel gespielt, jetzt trotz Weihnachten und so. Aber seitdem der Battle Pass durch ist, brauchte ich auf jeden Fall erstmal wieder eine Pause und da es mir im Moment sowieso nicht so gut geht, hat es mich schon tatsächlich auch ein bisschen Motivation gekostet, mich heute an den Rechner zu setzen, um halt wieder ein paar neue Folgen zu machen. Aber ich wollte da gerne wieder ein bisschen Puffer haben, falls sowas mal wiederkommen sollte, dass ich das sagen kann, okay, ich habe noch ein paar Folgen am Start. Ja, so, da haben wir die gute Runde und machen hier mal die Dinger rein. Ach, Mann. So, und mit der Runde hätte ich mich gewundert, hätte er es nicht geschafft, den Panzer zu meistern. Schönes Ding auf jeden Fall. Dann hat er hier den Schläger bekommen, Hand Gottes bekommen, Duellanten bekommen, Wirkungsfeuer, Kugelsicher, Pulsmedaille, den Panzermeisterschützen, Großkaliber und den Krieger. Ja, alles in allem eine ziemlich krasse Runde. Ich hatte den Panzer so, ich habe den schon ein paar Mal im Ingame erlebt, aber niemals mit dieser Performance. Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich auch so eine von 50 oder 100 Runden, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, ja, muss ich die für heute zeigen, wie gesagt. Und ja, wir gucken mal rein. 2274 Basis-EP. Also das ist, glaube ich, somit das Höchste, was ich jemals irgendwo gesehen habe. War schon ziemlich heftig. 6794 Schaden, 10 Kills. Das ist schon eine Hausnummer, definitiv. Aber guck mal, auf wie viele Nuller. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon echt ein bisschen bitter manchmal. Ich meine, da sind natürlich auch viele 6er und 7 dabei. Aber nichtsdestotrotz muss man das dann erstmal schaffen, so ein Ding noch rumzureißen. Zumal sie ja auch zwischenzeitlich einfach irgendwie 3.500 Rückstand hatten und auch noch Panzerrückstand hatten und so. Da motiviert weiterzuspielen, ist halt auch nicht immer ganz so einfach. Aber manchmal zahlt sich das dann doch aus. So, er hat 36 Mal geschossen, 32 Mal getroffen, 26 Schuss ging durch. Das ist eine ganz gute Quote. Er hat 1582 Schaden über mehr als 300 Meter geschossen. Hat 16 Treffer erhalten, wovon nur 3. Ja, 3 gingen durch. Die Splash-Dinger zähle ich mal nicht dazu. Aber das ist schon echt eine Hausnummer. 16 Mal getroffen, 3 gingen durch, 11 Mal nicht penetriert. Das ist schon echt Wahnsinn. Ist ja schon eher ein Heavy-Tank eigentlich. Ja, gut. Ja, er war Top-Tier natürlich, das kommt immer noch dazu. Aber trotzdem, ist das doch ein Medium-Panzer, oder? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches erzähle. Keine Ahnung. Ansonsten nehme ich das natürlich zurück. Aber ich ich glaube, es ist ein Medium-Panzer. Insofern
Ansonsten schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn es nicht so sein sollte. Also wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, es ist ein Medium-Panzer und dafür hat er echt mega viel geblockt. Da kamen doch relativ viele Schüsse an, auch wenn die natürlich sehr oft von Low-Tier-Panzern kamen. Aber trotzdem muss man das dann erstmal schaffen. So. Okay, gehen wir weiter. Er hat hier 2455 Schaden blocken können. Hat einen Gegner gesichtet, 12 beschädigt, 10 zerstört. Hat noch 1261 Unterstützungsschaden gemacht. Damit hat er kombiniert 7, knapp 8000 kombiniert. Das ist schon ziemlich gut. Und er ist 5,04 Kilometer gefahren. Also ich meine, der Tank ist natürlich auch sehr mobil. Ja, und gerade auf so einer Karte und jetzt auch in der Situation, er musste halt viel rumfahren, um halt überall zu sein, damit er da auch sein Team dann ordentlich unterstützen kann, was er dann auch gemacht hat. Dementsprechend 5,04 Kilometer ist auf jeden Fall schon eine Menge. Das schaffen andere in ihrem Light zum Beispiel nicht. Oder in ihrem Light-Radpanzer zum Beispiel. Aber kommt natürlich auch immer auf die Gegebenheiten drauf an. So, er hat einen Premium-Account und damit hat er insgesamt 171.000 Credits Gewinn gemacht, obwohl er hier Ammo Resupply von 36.700 hat. Meine Fresse, wie teuer sind denn die Dinger? Weil das war doch die normale Munition, mit der er geschossen hat, oder? Da könnt ihr mich sonst auch gerne berichtigen. Aber die andere Munition, die er auf 2 hatte, von der er nichts mit hatte, die hat noch ein bisschen mehr Durchschlag gehabt und war schneller. Insofern denke ich mal, ist die normale Munition von dem Panzer schon ziemlich teuer. Krass. Also damit hätte ich jetzt nicht. Obwohl, doch, er hat ja auch 36 Mal geschossen. Gut, das relativiert das natürlich. Das heißt, also da kostet ein Schuss dann 900 noch was oder so. Okay, dann ist das natürlich gar nicht so teuer. Nee, nee, nee. Nehm, das nehme ich zurück. Alles gut. Schieb das bitte auf mein nicht ganz Dasein. Danke. So, das Ganze ging 14 Minuten, 24 Sekunden. Nein. Da ist gestartet. Das Ganze ging 11 Minuten 17 Sekunden. So. Ja, die Zeit fast komplett ausgenutzt hier. Und hier ist nochmal die Basiserfahrung. Und oh, ich glaube, jetzt muss ich mich auch gleich hinlegen. Das war schon echt anstrengend. Na, noch ganz kurz, falls ihr was habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir gerne zukommen. Am besten über den Teilzeitwikinger Discord. Link ist unten in der Beschreibung. Da gibt es eine Sektion Videos, wenn ihr da eure Replays reinladet. Dann gucke ich, dass ich sie schnellstmöglich bearbeite. Jetzt über Weihnachten habe ich frei. Da habe ich Zeit. Also, falls ihr was habt, immer gerne her damit. Ich will nicht versprechen, dass ich das alles schaffe und hinbekomme, aber ich tue auf jeden Fall mein Bestes und dementsprechend immer her damit. So, dann sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, trotz meiner gelegentlichen akustischen Auszeiten durch Husten und so. Ja, und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und vielleicht bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.